geheiligt werde der Name, bla 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 bla. Und damit begrüße ich euch zu Elder Scrolls Online. Letzte Folge sind wir hier in die Katakomben gelatscht und haben hier mit diesem Geist geredet und der hat uns gesagt, zieh doch mal die Rüstung von dem Toten an, das hilft dir. Mal, also werden wir das machen, oder? Ja, würde ich sagen, werden wir machen. Mal gucken, ob uns das hilft. Werden wir die... Hallo? Alter Schwede. Okay. Da seid ihr ja, Liebster. What the fuck? Ich hatte mir schon Sorgen um euch gemacht. Ah, ich muss mit dir reden. Okay, alles klar. Reden. Warum seid ihr noch hier, Geliebter? Kommandant Parmion sammelt die Truppen für den letzten Angriff. Ihr seid sein bester Offizier und unser edelster Ritter. In einem solchen Augenblick solltet ihr an seiner Seite sein. Ich bin nicht sicher, was hier vor sich geht. Hat euch der Schlag auf den Kopf die Sinne verwirrt? Wir stehen kurz davor, das Blatt zu wenden und einen Angriff auf Faulchus Hauptquartier zu unternehmen. Kommt, mein Augenstern. Ein Augenstern? Wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Frischt meine Erinnerung auf. Was für eine Aufgabe ist das? Die alessianischen Befehle natürlich. Sie sind entscheidend. Wir haben den Boten zwar aufgegriffen, doch er hatte die Befehle schon weitergegeben. Nun müssen wir alle feindlichen Leichen durchsuchen, bis wir die Befehle finden. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Alessianer uns so kurz vor unserem Sieg noch überholen. Alles klar, Schnuckiputz. Tut, was ihr tun müsst, um diese Befehle zu finden. Kommt dann zu mir ins Lager. Wir müssen uns unterhalten. Bla 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 bla. So, mal gucken, wie die Welt jetzt hier aussieht. Wie, Krieg. Müssen wir die jetzt töten? Für Ferelden! Oh, warte, ups, falsches Spiel. Für die Martier! Ah, auch falsches Spiel. So. Wo sind wir? Vögel in Umbra! Das ging doch mal. Wir müssen hier längs, ne? Bis du kommst, ey. Ja. Komm halt nicht gerne so früh. Oh mein Gott, hier werden Pfeile abgerissen. Aua, 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 aua. What the fuck, was war das denn von dir eben? Gute Schuhe des Lebens. So. Im Laufschritt! Jawoll! Was ist denn hier, Zettel? Ende, was haben wir denn? Zettel. Warte. Entschuldigung. Ich hab's schon aufgemacht. An alle alessianischen Soldaten. Die Direni erwähnen sich im Vorteil. Sie hocken gemütlich in ihren Lagern und sind sich ihres Sieges sicher. Sie haben ihre Konzentration verloren. Uns erreichte die Kunde, dass die Direni in den nächsten Stunden einen größeren Angriff starten werden. Wenn das passiert, schicken wir unsere alessianischen Speer im Schutz der Schatten aus, damit sie sich in den Rücken der Armee begeben und ihr Lager zerstören. Sollte das funktionieren, können wir ihren Angriff von hinten flankieren und sie ein für alle Mal vernichten. Niemand stellt sich den Alessianern in den Weg. Tötet weiter im Namen des einen. Jo. Ne? So und nicht anders. Mhm. Aber warum liegt hier? Geht's um die Renni-Lager? Also jetzt wieder zurücklegen. Ja, hab ich das auch verstanden. Aber... Hi. So, wen töten wir jetzt? Erstmal tödlicher Pfeilhagel. Der macht voll viel Damage, ne? Ja, das ist voll krass, ja. Aber es wäre besser, wenn du mich erstmal reinrennen lässt, bevor du diesen Damage-Dealer da... Ja, weil sie sonst alle auf mich rennen, gell? Ja, genau. Alles klar, machen wir mal so. Aber jetzt bin ich wieder im Lager. Sprecht mit Commander Pamio. Bin da. So. Wurde höchste Zeit, dass ihr zurück... Da seid ihr ja, mein Ritter. Habt ihr die Befehle? Hier ist... Ja. Hier sind die alessianischen Befehle. Hervorragend. Ihr seid eine Ehre für die Direni-Wache. Nun können wir einen ordentlichen Gegenangriff vorbereiten, um den drohenden alessianischen Überfall zu erwidern. Sie werden völlig überrascht sein. Überraschung. Ihr solltet diese Befehle dem Aileiden-König zeigen.
Er ist gerade eingetroffen und begierig darauf, ins Geschehen einzugreifen. Der Aliden? Der Aliden? Ja, er hat uns alle überrascht. Wir haben nicht erwartet, dass der letzte König eines sterbenden Volks auf dem Schlachtfeld erscheint. Aber er ist ein brillanter Taktiker und sein Rat ist gewiss sehr hilfreich. In der Zwischenzeit schicken wir Alanas Einheit los, um Faulschuh ein Ende zu bereiten. Alana, ich muss derjenige sein, der Faulschuh niederstreckt. Ich muss es sein. Nein, ich habe Flipwürfel gekriegt, verdammt. Alana kann sich darum kümmern. So, wenn ich diese jetzt. Befehle richtig Unsinn. Deute, werde ich euch Alana brauchen, kann sich darum kümmern. Anzuführen. Aber wenn ihr wollt, dann sprecht ruhig mit Alana, bevor sie aufbricht. Nur macht schnell und vergesst nicht, mit dem König zu reden. Ja, machen wir dann. Sprecht mit König. Blablabla. Da hinten. Ja, rechts, oder? Rüstung, also, mit wem? Boah, der doch. Sollen wir jetzt mit dem König sprechen oder mit Alana sprechen? Zum Große. Mit allen, glaube ich. Ich will aber erst mit dem König reden. Dann, boah, guck mal, was der für ein cooles Schwert das hat. Das sieht krass aus. Lass mal reden. Hi, König. Ein Kind der Bretonen, das für die Direni kämpft? Etwas überraschend, aber angesichts der derzeitigen Umstände nicht wirklich ungewöhnlich. Einen Moment. Diese Rüstung. Ich habe schon von euch gehört. Man sagt, dass ihr kämpft, als hätte Auriel selbst euch gesegnet. Wir haben diese Befehle bei einem alesianischen Soldaten gefunden. Die Lage, wie sie sich auf dem Schlachtfeld entfaltet, verrät schon genug. Diese Befehle bestätigen meinen Verdacht nur. Die Alesianer planen, an unserer Verteidigung vorbeizuschlüpfen, um, wie sagt man noch, die Direni mit heruntergelassener Hose zu erwischen. Was für eine kuriose Redewendung! Was sollen wir tun? Setzt die Direni-Magie eurer Rüstung ein, um die verborgenen Schattenspäherinnen zu entdecken, bevor sie ernsthaften Schaden anrichten können, und schaltet sie dann mit allen verfügbaren Mitteln aus. Wirklich ganz einfach. Aber ich bin eigentlich sehr interessiert an euch. Und wach. Warum seid ihr so interessiert an mir? Bist du schwul oder was? Diese alten Aileiden-Augen sehen viele Dinge. Zum Beispiel, dass jeder hier auf diesem Hof eine Aura der Lebenskraft ausstrahlt. Außer euch. Eure Aura fehlt. Ich kann nicht unterscheiden, ob ihr nicht richtig lebendig seid oder ob ihr nur eigentlich nicht hierher gehört. Ich habe solche Magie noch nie zuvor gesehen. Ihr habt recht, ich gehöre nicht hierher. Ehrlichkeit. Eine rettende Eigenschaft. Doch davon sprechen wir später, wenn die Lage weniger dringlich ist. Im Augenblick haben wir eine Schlacht zu gewinnen. Ich weiß euren Bericht zu schätzen. Lebt wohl. So, und jetzt noch mit Alana. Alana, hallo. Wartest du schon auf uns? Ich weiß, dass ihr Faulschuh verfolgen wolltet, aber ihr werdet noch viele Abenteuer beim Verteidigen des Lagers erleben. Seid ihr sicher, dass ich nicht mit euch kommen soll? Ich verstehe eure Besorgnis, mein Augenstern, aber Befehle mein sind Befehle. Augenstern. Wenn einer von uns versagt, könnte diese ganze Schlacht verloren gehen. Doch habt keine Angst. Ich werde sicherstellen, dass Faulschuh uns nie wieder Sorgen bereiten wird. Wie werdet ihr ihn auf... Wie? Er ist nur ein Mann, mein Liebling. Ich stecke mein Schwert ein paar Mal in ihn hinein, bis er umfällt. Und dann steche ich nochmal zu. Ich doch werde ihm nur wieder zurück sein und seinen Kopf vor mir als Trophäe schwenken. Ich kann mir kein schöneres Geschenk vorstellen, um unsere neue Familie zu feiern. Familie? Später, mein Augenstern. Ich werde euch nach dem Kampf alles erzählen. Schwanger. Ich sollte euch derzeit nicht damit ablenken. Es ich bin nicht der Vater. Ich gehöre nicht hierhin. Was, wie, wo, alter Vieh? Ich liebe euch, wisst ihr? Nun geht. Hexe. Was ist mit dir? Ja, hä? Hab ich aufs Maul oder was? So, hört euch Pamios Rede an. Wo ist denn der? Da hinten. Seid gegrüßt. Hallo. Hört doch mal auf, den in den Arsch zu kriechen. Aufs Maul. Hier werden wir unser letztes Gefecht schlagen. Die Alesianer sind nichts als Gesindel und ihre zahlenmäßige Überlegenheit spielt kein... Heute werden Faulschuh und die Alesianer durch unsere Hand ihr Ende finden. Heute feiern wir unseren Sieg.
Oh, jetzt besiegt. Achso, besiegt den asianischen. Müssen wir da raus wieder gehen? Wir machen erst hier links, die würde ich sagen. Auf hier rechts. Ist aber nett, dass du helfen gekommen bist, oder warst du das gar nicht? Nee, da rennen so viele rum. Ich hab meine schon eins getötet. Ich bin jetzt hier auf dem Weg zum zweiten. Ja, war ich auch gerade eben. Geleuchtet. So, auf zur dritten. Bauschusslager. Das war's schon. Ich bin noch nicht fertig. Was? Doch, jetzt bin ich fertig. Hauptmann. Das Hauptquartier von Faulchu. Was ist mit dir los? Wir wurden überfallen. Hm? Umzingelt. Ja, helf mir mal. Alana. Meinen Brüdern und Schwestern im Kampf. Finde Faulchuslager. Wo läufst du hin? Ach, wir müssen dahinter. Ja, zu Faulchus Lager. Bleibst du denn ach hin? Ach so. Weg. Gesagt, aus dem Weg. Weizen Gold. So, ja, was geht jetzt hier so ab? Nicht viel, hm? Ah, jetzt müssen wir den wieder retten, doch. Ey. Mann. Ja, Nil. Und reden. Es waren zu viele. Sie haben uns in gerissen haben sie uns. Ich bringe schlechte Kunde, Hauptmann. Kommandant Mann, Parmesan ist tot. Was ist geschehen? Parmesan, er wurde geräuspelt. Kommandant Parmion beschloss uns zu er ist geschmolzen. Ich Spaghetti gegönnt. Wir hatten damit gerechnet, nur auf Faulchu und seine Offiziere zu stoßen. Aber stattdessen hat gleich ein ganzer Zug auf uns gewartet. Wir konnten sie nicht aufhalten. Der Kommandant hat tapfer gekämpft, aber sie haben ihn niedergemetzelt und Alana verschleppt. Nein, Alana! Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Wir gehen davon aus, dass Faulchu jeden Moment einen großen. Ja, was für ein Wein könnt ihr denn empfehlen? Es ist eine schwere, Wahl. Es sind noch genug von uns übrig, um Faulchu zu verfolgen. Aber wir müssen auch Alana retten. Ich weiß nicht. Wie lauten eure Befehle, Hauptmann? Ich schätze, ich muss mich wohl entscheiden. Das ist keine einfache Wahl, ich weiß. Ich beneide euch nicht. Aber egal, was ihr entscheidet, wir stehen... Wir werden Alana natürlich retten, oder? Ja, natürlich. Nehmt die Soldaten und tötet den Fetzack oder was auch immer. Sie haben Alana den Weg hinter mir hochgeschleppt. Viel Glück. Wir werden Faulchu für euch erledigen. Alles klar. Also den Weg hoch, oder? Geht wohl, ja. Oh, da muss ich ja schon direkt wieder kämpfen, ey. Ja,
Leucht, leucht, leucht. Boom, boom, boom. Warum leuchtest du so cool? Ich habe erstmal meinen Pfeilhagel drauf geschickt. Hallo, Alana. Ja, Schatzi Mausi. Was für eine Katastrophe. Oh Gott, was für ein Blick. Ich hätte mit einer Falle rechnen sollen. Kommandant Parmesan. Kommandant Carmion tot. Was ist, ich habe ihn erst in den Truppen geschickt, um ihn zu töten. Ihr habt sie ins Verderben geschickt. Ich lag falsch. Faulchu ist kein gewöhnlicher Mann. Ich habe ihm mein Schwert mitten ins Herz gebohrt und er hat es nicht einmal gespürt. Unsere Waffen können ihn nicht aufhalten. Die Soldaten werden keine Chance haben. Ich muss einen Weg geben, ihn zu töten. Lasst mich nachdenken. Wartet mal eben. Die Art, wie er vor unseren Fackeln zurückgewichen ist. Feuer! Feuer! Das ist die Antwort. Das muss es sein. Sagt es den anderen. Helft ihm. Wenn Faulchu nicht getötet wird, sind wir alle verloren. Was ist mit euch? Jemand muss diese Information in unser Lager bringen. Falls Faulchu euch entwischt, müssen die restlichen Truppen wissen, wie man ihn tötet. Geht, mein Augenstern. Geht und schreibt Geschichte. Mein Augenstern. Ja, hoch. Geht aber nicht. Ja, hoch. Ja, genau, Pillow. Nimm da mal die Abkürzung. Ach so, wir sind hier dran vorbeigelaufen. Wir müssen dann in diese Höhle. Ich kill die jetzt erstmal hier. Was ist hier los, Mädel, hä? Welche Höhle? Die fand ich so geil. Hier oben, da wo wir dran vorbeigelaufen sind. Yeah. Bitte grüne Tomaten. Bam, bam, bam. Warum habe ich denn... Rein, warum habe ich denn jetzt gerade eben einen Rangaufstieg bei Zweihänder bekommen? Zählt Bogen auch zu einem Teil zum, als Zweihänder? Ich nicht. Ach, da müssen wir rein. Voll verpeilt. Ich würde aber sagen, dass wir... Ich bin jetzt schon drin. Das jetzt noch machen. Alles klar. Ja, wir können auch alles in der nächsten Folge machen. Ja, wir gucken erstmal. Wir gucken mal, wie es da drauf aussieht. Wenn es in Solo-Dungeon. Wenn es uns gefällt, dann werden wir weitermachen. Und wenn es uns nicht gefällt. Ich bin noch gar nicht drin. Bei mir lädt es noch. Ah, jetzt bin ich drin. What? Was geht hier los? Höchste Zeit, alle Spuren dieser Direnni zu beseitigen. Was geht denn hier ab? Noch mehr Direnni! Direnni! Vernichtet diese Plagegeister! Jetzt! Oh. Ja, oh, guck mal, da kommt einer an. Mit diesem Wort, ja, sag ich mal, auf Wiedersehen. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Und ja. Tschüss.